Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit dem Surtag. Wie man sieht, er ist auf Io. Ich zeig kurz in den Anflug, das gehört einfach zu, also Zielorte. Dann einmal hier oben Io, links oben, dann ist es einmal die Landezone des riesen Narbe. Und dann hängt er hier hinten in den Kabuff, beziehungsweise in der Höhle drin. Und ja, gleich gucken, was er dabei hat. Und Schicksalsengramm lohnt sich immer zu holen. Ja, da kann immer Ausrüstung rauskommen, die ihr noch nicht habt. Zudem sonst, wenn ihr alle schon habt, kommt vielleicht Ausrüstung raus, die euch eventuell den Gesamtwert hochziehen, ja, zieht. Also da lohnt es trotzdem hinzufahren, definitiv. So oder so. Auf jeden Fall hinfahren. So. Ich bin auch in Begleitung. Hier, da ist er. Ja, wir brauchen ins Fernsehen. So. Ich bringe eine Nachricht von den Neuen. Das ist also das Inventar. Sieht euch schon mal interessant aus. Gehen wir dann direkt alles durch. Wie gesagt, schickes Gramm nicht sofort ziehen. Ja, ihr könnt hier mit Dreieck raufgehen, um zu schauen, was ihr denn schon alles habt. Da ist ein Häkchen dran. Das habe ich schon alles. Sprich, jetzt würde halt irgendein Ausrüstungsgegenstand droppen, der halt eventuell im Gesamtwert höher ist, ja. Weil das Ding kostet halt eben auch 97 legendäre Bruchstücke. Aber zuerst hier die exotische Ausrüstung. Einmal Lord der Wölfe, hier einmal Schrotflinte. Durch dieses Recht allein herrsche ich. Genau, da haben wir hier einmal Schrapnellwerfer, hier einmal feuert eine wuchtige Kurzdistanzsalve aus Solarschaden ab. Da haben wir einmal gekammerter Kompensator, hier einmal vergrößertes Magazin, dann einmal lass die Wölfe los und dann hier einmal Kompositschaft. Da haben wir hier natürlich auch noch Katalysator zu finden, wo Fassung gelegt werden. Zu finden steht ja gerade nicht, aber das gibt es dazu auch noch. Und Ornamente gibt es auch, habe ich aber leider nicht. Also die Waffe kann man spielen, ja, aber ist jetzt ja eher für PvP gedacht, sage ich mal, aber ja, muss man selber entscheiden, ob man die spielt oder nicht. Ich spiele sie halt nicht. Darum geht es halt hauptsächlich. So, Stampfer, hier einmal Beinschutz, hier einmal Jägerklasse hier. Ich nenne sie Stampfer, wenn man mal diesen Extra-Kick braucht. Markus Rain, genau. Da habe ich einmal hydraulische Booster, erhöht das Sprinttempo und die Rutschweite, verbessert Hochsprung, Längssprung sowie Dreifachsprung. Also wenn ihr Passagen habt, wo ihr springen müsst, viel springen müsst, da sind die sehr gut, ja. Die Gesamtwert ist hier bei 48. Mobilität ist sehr hoch, dann zusätzlich obendrauf noch. Intellekt und Disziplin auch ein bisschen erhöht, aber insgesamt der Gesamtwert ist halt nicht so gut, sagen wir es mal so. Dann haben wir hier einmal dann auch Ornamente. Turbo-Treter habe ich einmal, so sieht das normal aus. Mit Turbo-Treter einmal so. Ja, sieht schon ein bisschen besser aus, finde ich. Ja, das ist schon okay. So, kostet 23 legendäre Bruchstücke. Die Waffe kostet übrigens 29 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal Dünenwanderer, Beinschutz, Titan hier einmal, auch für 23 legendäre Bruchstücke. Da haben wir hier einmal Linear Aktuatoren, erhöht das Sprinttempo. Sprints bauen eine statische Ladung auf, nach einem Nahkampfangriff auf einen Feind verursacht diese Ladung eine Schadenskette bei Gegnern in der Nähe. Da haben wir auch einmal hier Ornament, und zwar einmal Hochschaft Stiefel hier, so sieht es normal aus. Dann einmal mit dem Ornament, so einmal, ist ganz okay, kann man so nehmen. Dann haben wir hier einmal unten natürlich dann einmal noch, warte mal, Gesamtwert, Entschuldigung. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil ich gerade was gehört habe und musste mal kurz hören, was da die Sache ist. Mobilität ist auch hier erhöht, Stärke, Gesamt 50 geht so, aber auf Mobilität und Stärke ist nicht so geil, also eher nicht so gut, ja, geht so. Nicht wirklich gut. Aber wenn es in der Sammlung fehlt, immer erst kaufen hier unten. Ja, sonst kommt es eventuell hier oben raus. Das wäre ärgerlich. Da haben wir Blutalchemie. Hier einmal Brustschutz. Im Blut liegt Macht. Da haben wir hier einmal geschärfte Sinne. Durch das Stehen in einem Rift erhalten du und deine Verbündeten geschärfte Sinne. Dadurch bleibt das Radar beim Blick durch die Zielvorrichtung aktiv. Zusätzlich werden mächtige Feinde in der Nähe markiert und auch außerhalb der Sichtweite verfolgt. Oben steht noch, im Blut liegt Macht, genau. Gesamtwert bei 51, liegt hier wieder bei Mobilität und Intellekt auch nicht so. Ja, Intellekt ist okay, aber Mobilität braucht man eigentlich dadurch dann wieder nicht. Gesamtwerte sind hier, wie gesagt, nicht so gut. Aber wie gesagt, wenn das in der Sammlung fehlt, kaufen, 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 mitnehmen. Und ja, dann habt ihr das zumindest hier schon mal abgehakt im schicksten Gramm. So, dann gibt es Verbrauchsgegenstände hier einmal 5 der Schwerter natürlich umsonst, um eure Dämmerung einzustellen. Auf jeden Fall auch mitnehmen, weil es kostet nichts. Dann haben wir Einladung der Neuen natürlich noch, wenn ihr Season Pass Besitzer seid. Auch spielen gibt es auch mächtige Ausrüstung, kostet halt dann 9 legendäre Bruchstücke, dann müsst ihr halt die Aufgaben erledigen. Aber ist nachher alles selbst erklärend, steht alles immer hier drin. So, da haben wir Schicksalsgramm, das ziehe ich jetzt mal eben, mal gucken, was rauskommt. Vielleicht kriege ich ja was Gutes, wenn nicht Pech. Aber werden wir jetzt gleich sehen. So, da habe ich Apotheose-Schleier. So, gucken wir uns auch mal kurz mal eben an, ob das was bringt oder nicht. Ich habe es jetzt schon mehrmals gekriegt hier. Mit 58 und 60. Gut, das ist ein bisschen höher. Hier habe ich Mobilität und Stärke drauf. Hier habe ich drauf Stärke und Belastbarkeit und Disziplin. Das geht eigentlich noch. Dann kann ich den nämlich wegknallen hier. Da brauche ich nämlich nicht. Der ist dann
Für die Katz. So. Und sonst hier Fähigkeitsenergie bei Einsatz von Super. Verbündete erhalten Klassenenergie. Gibt es eigentlich auch ein Ornament zu? Ich gucke nochmal eben kurz. Ich denke, auf manche Weise bin ich sogar jünger. Ja, ich hoffe mal, ich habe nichts vergessen. Sonst gucke auch in die Beschreibung. Nächste Woche geht's los. Ja, die Sonnenuhr auf Heroisch. Und dann kommt des Teufels Ruin, die Pistolenquest gibt es vom 14. Heiligen. Also da auch wieder ein bisschen was zu zocken. Ich natürlich auch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Meine Versprecher, sorry dafür, aber ich bin gerade unter Zeitdruck mal wieder. Aber das passiert halt leider. So, viel Spaß beim Zocken. Der Anbruch geht noch eine Woche. Dann ab Dienstag. Und wie gesagt, immer schön die Beutezüge von Eva Levante machen, etc. Immer schön zocken, alles fertig machen. Und dann seid ihr auch dabei. Danke fürs Zusehen, danke für den Support. Und dann reingehauen. Tschüss. Denk mal drüber nach.